Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 6. August 2019. Und heute haben wir eine ganze Menge verschiedener Neuigkeiten. Wir fangen mal mit einer sehr internationalen Neuigkeit an. Und zwar hat Facebook Internetseiten geschlossen, die mit Alkohol und Tabak zu tun haben. Denn sie haben ihre Terms of Service angepasst und da fliegen jetzt private Händler auf ihrem Facebook-Marktplatz mit Alkohol fliegen da jetzt raus. Und auch verschiedene Facebook-Gruppen wurden geschlossen, da man da nur Nutzer ab 18 Jahren reinlassen darf und man Facebook-Gruppen leider nicht altersbeschränken kann. Also ja, musste man die direkt schließen und oder die Seiten können jetzt verschiedene einfach alles löschen, was irgendwas mit Anpreisung von Alkohol zu tun hat und dann existiert die Seite eh nicht mehr. Whisky.de als unsere Firmenseite ist davon nicht betroffen, weil wir eine Firmenseite aufgemacht haben, die eine Beschränkung von Alkohol hat und die sich jeweils nach dem Alkoholkonsum in den jeweiligen Ländern richtet. Es gab eine Seite, die mit uns assoziiert wurde, whisky.de, Treffpunkt Feiner Geister. Die haben einfach unseren Namen gemacht. Es war so ein bisschen so eine Fanseite, die immer größer geworden ist, die wir dann auch als Administrator Rechte bekommen haben, aber nie wirklich was mit ihr gemacht haben. Diese Seite wurde geschlossen. Ja, war nicht unsere offizielle Seite, war nur so eine Fanseite, aber die Seite wurde geschlossen. Dort wurde sehr viel Whisky einfach nur gehandelt. Aber ja, sie existiert nicht mehr. Ist ein bisschen schade, weil wir merken immer wieder, diese großen sozialen Medien-Companies versuchen da irgendwie ihr PC-Culture durchzudrücken. Und es trifft natürlich auch Leute, die jetzt nicht Alkohol missbrauchen, wie den Großteil der deutschen Malt-Whisky-Szene oder Premium-Whisky-Szene. Ja. Kommen wir mal wieder zu etwas spezifischeren Whisky-Neuigkeiten, und zwar Gordon MacPhail veröffentlicht die ältesten Whiskys aller Zeiten. Bei den ältesten Whiskys aller Zeiten handelt es sich um die ältesten Whiskys aus vorgestellten Brennereien. Und hier wurde in der Presse berichtet, St. Magdalene und Dallas Dew werden dort abgefüllt und es sind 4 Abfüllungen von Dallas Dew aus 1969 und St. Magdalene von 1982. Es sind noch weitere vertreten von Longmorn und von Mortlach und ja, schaut euch einfach mal um, die sind relativ interessante Fundstücke, Gems, wie man sie so nennt, also Juwelen, die man ein bisschen eher die Besonderheit darstellt, weil sie so gering verfügbar sind und so rar sind. Dann haben wir Kilchoman auf Isla, verdoppelt die Produktion mit neuem Stillhouse. Ja, ist nicht nur ein Stillhouse. Sie haben einfach ihre komplette Produktion, ihre Produktionskapazität verdoppelt. Das heißt, sie haben jetzt 4 Brennblasen statt 2. Eine neue Mashtun und 6 neue Washbacks. Also ihr komplettes Equipment, was sie schon mal hatten, haben sie einfach genau so nochmal aufgebaut. Und zwar in ziemlich identischen Stillhouses. Ist aber schön, weil dann gibt es mehr Kilchoman und nicht immer diese ganzen Limitationen und relativ wenig vorhanden und solche Geschichten. Kennt man ja, ist immer relativ schade. Als nächstes haben wir einen neuen Glenallachie, der auf den Markt kommt. Und zwar wird das der Glenallachie 15 Jahre, 46% ohne Färbung, ohne Kühlfilterung, gereift in PX und Oloroso Sherry Fässern. Soll ab September im Handel kommen und auch natürlich bei whisky.de im Shop. Dann haben wir Glendronach. Glendronach veröffentlicht die 17. Cask Bottling Serie. Es wurden 14 Fässer dafür ausgewählt. Es sind Sherry-Fässer, Port-Fässer, alle Abfüllungen natürlich, ohne Kühlfilterung, ohne Farbstoffe. Und 7 dieser 14 werden auch in Europa erhältlich sein. Also man darf immer noch gespannt sein, welche Abfüllungen den europäischen Markt erreichen. Dann haben wir noch Nachrichten von Smokehead und Tamdu, die erweitern nämlich ihr Travel-Retail-Angebot. Smokehead wird einen Whisky kriegen, der heißt Rum Riot. Kann man sich natürlich ausmalen, worum es da geht. Es geht um Smokehead in karibischen Rumfässern, 43%, und wird im Oktober in den Handel kommen. Und der Tamdu wird ein 15-jähriger Cask sein, gereift in Oloroso Sherry Fässern. Der jedoch ist extrem limitiert auf 595 Flaschen, wird somit wahrscheinlich nicht so lange verfügbar sein.
Dann haben wir Bruichladdy. Bruichladdy bringt den neuen Beer Barley 2010 und den Organic 2010 auf den Markt. 8 Jahre alt, Ex-Bourbonfässer, 50%, ohne Kühlfilterung, ohne Farbstoff, aus biologischem Getreide und natürlich bei Bruichladdy nicht getorft. Einer der wenigen ungetorften Eiler-Flaschen. Sind limitiert, aber auf jeweils 18.000 Flaschen sollte somit eigentlich doch recht gut verfügbar sein, dass man nicht wie ein Schießhund aufpassen muss, sondern da kann man sich dann ein bisschen Zeit lassen und auch mal einen Monat später bestellen. Dann haben wir McAllen und ich habe es, glaube ich, in meinem McAllen Brennerei-Video damals schon gesagt, oh, die haben da noch ganz alte Schätze von Fässern, die extrem teuer auf den Markt kommen werden. Und jetzt ist ein so ein Fass sehr teuer auf den Markt gekommen. 1950 destilliert, 336 Flaschen limitiert, 53,4%. Ich gehe mal davon aus, dass es Cask Strength ist und es wird ein First Fill Sherry. Eine Flasche wird rund 45.000 Pfund kosten. Also ja, da muss man das nötige Kleingeld mitbringen, um so einen wirklich, wirklich, wirklich alten Whisky probieren zu können. Ja, dann gehen wir weiter nach England und zwar die Princetown Distillery startet einen Fassverkauf. Princetown Distillery ist eine Brennerei, die im Südwesten von Großbritannien aufmachen will und die arbeitet mit der Spirit Traders Company zusammen, eine Investmentfirma. Und jetzt starten sie einen Fassverkauf, um die Brennerei ja, zu finanzieren. Das heißt, im Dartmoor National Park im Südwesten von England wird die Brennerei gebaut und die ersten 600 Fässer kann man jetzt kaufen bzw. gehen in Vorverkauf, dass man sie jetzt bestellen kann und bekommt dann die ersten Fässer. Man kann sich sogar auswählen, in welche Fässer sie abgefüllt werden sollen. Bourbon, Sherry, andere Weine oder Spirituosen. Also da ist die Auswahl relativ gut. Die ersten 600 Fässer sind bei einer Brennerei jedoch eigentlich so dafür da, dass man sich den Spirit erstmal einstellt. Das heißt, in der Phase kann es natürlich sein, dass man den Spirit bekommt, man ja nicht ganz weiß, was man für einen Spirit kommt, weil dort noch verschiedene Sachen fein adjustiert werden und die Brennerei sich erstmal einarbeiten muss. Was auch noch relativ interessant ist, die Princetown Distillery hat in Pressemeldungen rausgegeben oder es wird in der Presse berichtet, dass sie die höchste Brennerei Schottlands werden wollen. Ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass da unten so Berge sind, dass sie meinen von der geografischen Höhe, sondern ich glaube, dass sie eher von der Bauhöhe her meinen. Also die werden wahrscheinlich wieder so eine Turmbrennerei sein, wie man es von anderen schwedischen Brennereien kennt, wo alles über Gravitation funktioniert, deswegen wahrscheinlich auch dann die höchste Brennerei. Für diejenigen, die sich jetzt überlegen, dass sie sich ein Fass kaufen wollen, die Produktion wird voraussichtlich 2020 beginnen. Wann genau 2020, wissen wir leider noch nicht. Zum Thema Brennereibau. Es gibt eine Nachricht aus USA und zwar von Beam. Ja, letzte Woche haben wir schon über Diageo geredet, die sehr viel Geld investiert haben und jetzt investiert Beam 60 Millionen US-Dollar für eine Neugründung einer Brennerei. Und zwar wird das die Fred B. No Craft Distillery. Und die Brennerei wird kleinere Batches machen für ihre Premium-Marken wie Booker No, dem Bakers. Und diese kleineren Batches und auch Experimente, Forschungen sollen dort gemacht werden, wie man den Jim Beam Whisky noch besser machen kann. Ich habe es in meinem damaligen Video von Jim Beam 2015, habe ich es ja schon gezeigt, haben sie in der Brennerei schon so eine kleine Craft-Brennerei am Laufen gehabt. Ich weiß nicht, ob die dann noch weiterleben wird oder ob das dann die neue Brennerei wird. Werden wir aber irgendwann sehen. Irgendwann werde ich da auch nochmal rüberfahren und dann kann ich auch diese neue Brennerei besuchen. Damit hat Jim Beam mittlerweile, soweit ich das weiß, 3 Brennereien, wenn diese Brennerei dann aufgebaut wird. Und ja, sie zeigt, wie gut Jim Beam mittlerweile funktioniert. Dann haben wir Glenlivet, 14 Jahre. Leider für euch jetzt eine nicht so gute Nachricht, denn es wird eine Exklusivabfüllung für die USA. Soll eine Cognac-Fassreifung sein, 40% und ja, eben nur für den US-Markt.
Dann haben wir noch eine Nachricht von Heaven Hill. Und zwar füllt Heaven Hill ihren Rye Whisky ab für die Parker's Heritage Serie. 52,5%, 8 Jahre, also einer wieder dieser älteren Bourbon Whiskys, nicht Bourbon Whiskys, Rye Whiskys aus den USA. Ja, Rye Whiskys kennt man doch nicht so viele, die alt sind. Ja, das war's jetzt, war ja schon relativ viel, war auch heute relativ lang. Vielen Dank für alle, die jetzt so lange zugeguckt haben und ja, bis zum nächsten Mal.